Und weiter geht's, jetzt holen wir Lava. Auf geht's. Diese spannende Reise. Der Weg zum Lavabecken ist sehr, sehr spannend, wie ich es schon verkündet habe. Hier ist Feuer. Hier sind kleine Männchen, die da rumstehen. Hier ist noch mehr Feuer. Da ist Netherquarz. Hier ist noch mehr Feuer. Ja, wie komme ich jetzt am besten runter, ohne Schaden zu leiden? So. Oh. Ich hoffe mal, du machst nicht mehr. Boah. Zur Etage konnte ich auch nur 1, 2, 3, 4 und 5. Ich hatte eigentlich 6 Slots. Achso, durch diesen Faden. Stimmt ja, die Dinger droppen ja Faden, daran habe ich nicht gedacht. Mit Shift-Click war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich es dann wirklich wieder richtig krieg. Okay, hat es dann wahrscheinlich mal hingeschmissen. So schlau sind die Dinger ja schon. Um das Item mal hinzuschmeißen, wenn es nicht geht. Gut. Warum kann man die eigentlich mit Shift nicht rausnehmen? Chisel supportet keinen Shift-Click. Wahrscheinlich war er sicher, da irgendwelche Bugs entstehen könnten. Definitiv. Muss ja Gründe geben. Schriftlich kann man die auch nicht reinlegen. Okay. Sieht ja schon mal sehr schön aus, der Lavastein. Weil hier die Quaffentische so gebaut sind, kommen wir im Vergleich zum Loch da unten auch hier raus. Exakt alles voll, kann das sein. Und die Wand war schon mal fertig, ja, gestimmt. Echt ein bisschen doof, wenn es nicht exakt aufgeht. Jetzt haben wir noch einen Lavastone und den habe ich jetzt sinnlos. Das bringt mir jetzt gar nichts mehr. Weil ich halt den im Endeffekt nicht brauche. So, dann arbeiten wir mal ein bisschen weiter. Da oben mit den hier. Mit diesen kleinen Blue Nether Bricks. Unten habe ich ja schön die Dinger dran gemacht. Und hier oben kommen ja dann die. What the? Ich wusste nicht, dass es die in dieser Variante gibt. Man könnte mal probieren, ob es bei dem auch möglich ist, sie zu heilen. Kann auch sein, dass es am Texturenpack liegt, dass es ihn auch in dieser Textur gibt. Aber es wäre ganz interessant. Könnte man mich mal testen. Ob man den auch wieder zu einem normalen Zombie, also der genauso normalen Zombie, zu einem normalen Villager machen kann. Ist ja bei den normalen Villager-Zombies der Fall ist. Was sehr, sehr toll ist, dass ich jetzt einen Lavastein habe, den habe ich jetzt und der kann jetzt fröhlich in meinem Wetter rumspringen, weil ich jetzt nicht weiß, was ich mit ihm tun soll. Toller Lavastein. Gut, füllen wir das noch ein bisschen mit Lava.
Ich will jetzt noch ein paar Nether Bricks bauen. Drei. Den auch wieder schön chiseln. Und dann kann man hier auch wieder weiterbauen. Das Witzige ist ja, hier ist der Block drin. Hier unten war da der Block drin. Man könnte jetzt. Ne, kann man nicht, weil das Lavastein ist. Wäre das kein Lavastein, könnte ich es mit so einem schönen Carpenters Block machen. Aber da es Lavastein ist, kann ich das nicht machen. Falls der Lavastein irgendwie nicht funktioniert, ihn in Carpenters Blöcke reinzusetzen. Vielleicht, eine Ahnung, vielleicht irgendeine Eigenschaft, die irgendwie inkompatibel damit ist. Wie auch über die Partikel rumfliegen. So, das wollte ich jetzt absichtlich, damit ich die perfekte Menge habe. Aber was ich auch noch nicht gemacht habe, ist das hier. Bei den gechiselten kann man, es ist aber ziemlich egal. Weil Chisel hat einfach nichts. Liegt wahrscheinlich daran, dass er nicht erkennen kann, dass das Ding aus Netherstein besteht. Da er dieses Crafting-Rezept ihm unbekannt vorkommt. Der berechnet ja das teilweise aus dem Material, woraus es besteht. Teilweise zumindest. Aber Rüstungen berechnet ja quasi ist daraus, dass sie aus den Indium Slots sind oder dass sie dafür da sind, das und das abzubauen. Komm bitte zu mir, ja. Bitte nicht zu sehr springen. Bitte nicht zu sehr. Bisschen doof, dass man trotzdem nur auf diesen kleinen Layer schlagen muss. Der wird nur grafisch größer. Alter. Warum funzt das so? Warum kann ich die darüber schlagen? Warum können die mich durch den Zaun anzünden? Was sind das denn für kleine Missgeburten? Ja genau, es gibt ja auch noch diese anderen kleinen Kugeln, die Gegner drauf, die glaube ich zur Towncraft gehören. Ich weiß aber nicht, wie man die einsammelt. Ich glaube nicht, dass du da hochkommst. Stimmt, die kleinen anderen Kugeln werden ja auch nur dann gedroppt. Vielleicht haben wir jetzt mit dem Brain verändern, das kann die Dinge einsammeln, das kann sein. Ich weiß auf jeden Fall nichts. Zimmermann. Oh, jetzt ist wieder so ein komischer Fehler da, dass da überhaupt nichts funktioniert. Ich kann mal gucken, ob ein Reconnect den Fehler alle fixt. Nein, tut's nicht. Woher entsteht der eigentlich? Weil das Schlimme ist, es ist gerade ein Mod ausgewählt. Ich kann jetzt nicht mehr die normalen Sachen auswählen. Kann jetzt gar nichts mehr mit dem wirklich machen. Außer vielleicht. Ich kapiere auch nicht, woher dieser Bug kommt. Der reloadet das auf jeden Fall nicht so, wie ich das hätte. Keiner hätte das erst gecheckt. Gut, dann ist er halt explodiert. Wenn er es nicht anders wollte, ich wollte ihn ja davon abhalten, aber er musste ja unbedingt explodieren. Oh, das war der falsche, aber zumindest hat er wieder den gedroppt,
die das ja nicht immer droppen. Das ist echt doof. Droppen ja nicht immer Samen. Die Weizen. Dafür droppen die immer Samen. Aber das liegt ja daran, da ja die in der Form keine Samen haben. Und man die Karotten einfach so wieder in den Boden stanzt, wie man sie rausgenommen hat. Okay, stanzen ist vielleicht das falsche Wort. Also wieder zwei übrig. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich noch einige Nether-Ziegel brauchen. Also von dem her kann ich wahrscheinlich den ganzen Nether-Ziegel, den ich jetzt mit Tar brennen. Weil ich ja pro Brennvorgang dann eh nur 16 insgesamt kriege. Das ist ja überhaupt nichts eigentlich, also von dem her. Naja. Gut, unten habe ich in der Form keine spezielle Wand. Das ist ein Nether-Ziegel. Das sind vielleicht zwei Nether-Ziegel. Schüsseln, dann leere ich mein Inventar und dann hole ich mir mal Dirt. Genau, so machen wir das. So wird das gemacht. So wird das gemacht. Genau, rein damit. Gut. Dann habe ich das mal weg, das mal weg. Dann mal weg. Das mal weg, das mal weg. Oder nicht? Und weg. Gut, ein Eimer war meiner. Obwohl, die behalte ich jetzt noch. Dann tue ich die mal weg. Die tue ich auch mal weg. Das Eichenholz. Einmal. Haben wir das Zimmermanns. Von Zimmermod habe ich auch keine Texturen, aber das ist eigentlich nicht so wichtig, da die Dinger sowieso in den meisten Fällen eigentlich mit anderen Texturen überlegt werden. Gott, daraus kann man ja wirklich gar nichts machen. Aber wahrscheinlich gibt es Smaragd-Bricks, wenn man die Blöcke chiselt. Kann man vielleicht die auch chiseln, weil die Blöcke chiseln kostet verdammt nochmal viel. Mein Gott, ist ja übelst teuer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Tarminiumbarren auch da reinlegen soll. Ich lasse erstmal alle normalen und alle von Industrial Crafted. Ja, von Industrial Craft im Endeffekt auch. Und von Metallurgie. Gut, dann porte ich mich mal in die Cave World. Ich will mal später auch mal ein eigenes Portal in den Nether machen. Schade. Sie vermehren sich. Warum hat man eigentlich Blindheit, wenn man nicht wirklich blind wird? Ich meine, das kann man nicht so, als wenn man schlechter sehen. Dann reißen wir mal alles weg, was nicht niedernagelfest ist. Und natürlich Dirt.
Okay, dann und tschüss.